heute einen mittellangen Lauf. Eine sehr schöne Einheit. Das mag ich sehr. Ganz einfach 10 Minuten aufwärmen, 20 Minuten niedrigen Tempo und danach direkt 20 Minuten ein ziemlich hohen Tempo. 5 Minuten Cooldown, ist fertig. Nicht so lang, 55 Minuten insgesamt. Sehr schöne Einheit, um die Woche zu beginnen. Freue ich mich drauf. Jetzt bin ich in der Aufwärmphase. Halt mal 10 Minuten und dann geht's weiter. Hier meine Ecke, wo ich immer laufe. Sehr schön. Mir gefällt's hier. Schön grün. Alles frei. Bin ich meistens ziemlich alleine. Macht Spaß. Super, fertig. Super schöne Einheit. Alles gut gelaufen. Hat alles wunderbar geklappt. Die Herzfrequenz war super. Alles im Griff gehabt. Sehr schönes Tempo gehabt. Besonders bei der schnellen Phase. War richtig schnell. Richtig gut. Habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja. Jetzt ein bisschen stretchen. Die Muskulatur ein bisschen so ziehen. Dehnen, das hilft sehr, damit die Muskeln sich nicht zumachen, sie sollen immer offen bleiben. Ne? Das Stretchen ist sehr, sehr wichtig. Machen wir dann eine Runde Stretchen, dann nach Hause, essen, eine kleine Pause und dann zur Arbeit. Immer viel trinken, besonders beim Training, immer sehr viel trinken. Getränk, isotonische Getränke, Elektrolyte und so weiter, ne, mit viel Vitamine. Sehr, sehr wichtig für die Erholung der Muskulatur. Sehr, sehr wichtig zu trinken. Ne? Nicht vernachlässigen. Viele Läufer wollen sich dann immer so testen und auf das Extreme gehen und trinken kaum. Das ist ein Riesenfehler, das darf man nicht machen. Immer viel trinken, trinken ist sehr, sehr wichtig. So, Training ist fertig, zurück nach Hause. Genau hier ist
quasi das Gebiet, wo ich dann halt trainiere. Und das ist nicht so weit da, wo ich wohne. Genau gegenüber, eine Straße rüber, wohne ich. Also sprich, ist nicht so weit zum Ort, wo man halt trainiert und joggt. Das ist sehr, sehr vorteilhaft. Manchmal muss man dann halt mit dem Auto fahren zu einem Ort, wo es viel grün ist und viel Wald zum Laufen. Ja, Gott sei Dank, bei mir ist alles super. Also da, wo ich wohne, ist ja direkt hier, da sieht man, da ist der große Park und der Wald, wo ich dann halt laufe. Und wenn ich hier drehe, da ist das Baugebiet, wo ich ja wohne. Also von daher gar nicht so weit. Bis 2 Minuten bin ich dann halt im Park und nehme ich direkt meine Einheit auf. Ich muss nicht mit dem Auto dahin fahren oder ähnliches. Also direkt Haustür gehe ich raus und dann lege ich direkt los. Ne? Sehr, sehr vorteilhaft. Das gefällt mir sehr hier, wo wir wohnen. Also kann nur so weitergehen. Ne? Through the highways and on, we'll go.
through the highways till my shadow turns to sun rays, and I fueled by them to see the horizon turn.